Berlin ist ja eine alte Zeitungsstadt. Wir haben gerade in diesem Jahr 400 Jahre Tageszeitung in Berlin. Das war ein organischer Prozess, dass sich das hier so konzentrierte, lag daran, dass einzelne Firmen, die Zuarbeiten zu Zeitungsverlagen machten, hier schon saßen, dann von Verlegern übernommen wurden und sich dann einer nach dem anderen hier in diesem Bereich Kochstraße, Zimmerstraße, Schützenstraße, Markgrafenstraße, Lindenstraße ansetzt. Der richtige Start hin zum Zeitungsviertel kam mit der Reichsgründung. Im Jahr der Reichsgründung 1871 ist Mosse gegründet worden. Die hatten angefangen als eine Anzeigenagentur und haben dann eine eigene Zeitung herausgebracht. Das war die tägliche Rundschau. 1883 kam Scherl dazu. Scherl hatte von Anfang an einen Riesenerfolg mit dem Berliner Lokalanzeiger. Der Grund dafür war, dass der Lokalanzeiger für den Leser erkennbar Meinung und Meldung voneinander unterschied. Und das hat der Leser gutiert. Die Auflage schnellte auf 200.000. Und das war in der Zeit bei der Bevölkerung Berlins enorm. Und vorher schon kam 1877 der Ullstein Verlag. Leopold Ullstein war ein Mann, der aus Fürth bei Nürnberg nach Berlin gekommen war, im Jahr der Revolution 1848. Und hier sein Glück machen sollte als Papierhändler. Der stammte aus einer Familie, die mit Papier gehandelt hat. Er wurde jedenfalls sehr schnell ein reicher Mann, setzte sich zur Ruhe und machte in Politik so als Hobby. Er war Mitglied der radikal-liberalen Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung und merkte irgendwann, Berlin hat zu dem Zeitpunkt 10 Zeitungen, aber eigentlich keine, die seine eigene Meinung reflektiert. Da hat er eine gekauft, und zwar eine Zeitung, die gerade ein Vierteljahr vorher gegründet worden war, aber schon wieder wirtschaftlich in Not geraten war. Das war die Berliner Zeitung. Das ist nicht die Berliner Zeitung, die Sie heute kaufen können. Das ist unsere BZ. Die schnellste Zeitung der Welt war in den 20er Jahren. Und da gab es einen Notar, Dr. Krause, der das beurkundet hat. Die BZ am Mittag war die schnellste Zeitung der Welt. Denn das Entscheidende war, dass dann in den 70er Jahren, glaube ich, war das des 19. Jahrhunderts, der Maschinensatz so perfektioniert worden war, dass er in Serie gehen konnte. Und das war dann nochmal wieder ein Schritt, um Zeitung zu revolutionieren und schneller zu machen. Und das Schnellermachen von Zeitung spielt ja immer eine Rolle. Mit jedem Schneller in der Technik können Sie den Redaktionsschluss des Blattes weiter nach hinten legen. Und damit ist das Blatt am nächsten Morgen aktueller. Die Berliner Zeitung als BZ existiert bis heute und ist damit die älteste Berliner Zeitung, die es heute auf dem Markt gibt. Ullstein kaufte die Vossische Zeitung, man hatte die Berliner Illustrierte erworben, man gründete die Berliner Morgenpost. Bevor Leopold Ullstein diese Zeitung kaufte, kaufte er eine Druckerei mit einem kleinen Blatt, was damit dranhing, dann aber später eingestellt wurde. Stahl und Assmann hießen die, saßen in der Zimmerstraße. 1881 zog Ullstein das erste Mal in die Kochstraße. Seitdem ist Ullstein an der Kochstraße, die heute Rudi-Dutschke-Straße heißt. Und die Söhne, die wurden fachgenau ausgebildet. Ein Setzer, ein Drucker, ein Jurist, ein Wirtschaftsfachmann und ein Journalist. Die konnten alles machen, was man in so einem Verlag brauchte. Und die bauten den väterlichen Betrieb aus, man staune, bis zum größten Zeitungsverlag Europas und dem zweitgrößten Verlag der Welt. Das war Ullstein in den 20er Jahren. Die Ullsteins hier in Berlin waren wirtschaftlich erfolgreicher und auch von der Innovationskraft erfolgreicher als die Pressebarone an der Fleet Street in England, als Ersan in Frankreich und so manche andere. Bei Ullstein Bild haben sich eine ganze Reihe Fotografien erhalten. Hier ist zum Beispiel ein Morgenpost-Vertriebswagen. Das war State of the Art, also mit dem Pferdewagen. Wobei man wirklich sagen muss, dass die Ullsteins immer das praktischste und sinnvollste an Betriebsfahrzeugen verwendet haben, was sich ihnen bot. Und hier hat man eben drei Räder, wo hinten so ein Kasten drauf ist, auch wieder beschriftet mit Berliner Morgenpost. Und die dann auch sehr flink mit Sicherheit durch die ganzen Pferdewagen und Fuhrwerke hindurch an ihr Ziel gekommen sind. Man darf sich nicht vorstellen, dass Berlin vor der Erfindung oder vor dem massenhaften Einsatz des Automobils verkehrsmäßig eine beruhigte Zone war. Also da gibt es Bilder, ein Durcheinander.
Und dass man da heil über die Straße gekommen ist, war ein Wunder. Und das hier dürfte auch so um, na, schätz mal, kurz nach 1900 aufgenommen sein. Das ist die Druckerei. Das sind Druckmaschinen von FOMAC, so heißt die Firma. Und das war wirklich damals das größte und beste und modernste, was es gab. Und wenn man sich anguckt, wie hoch die Auflage der Zeitungen und Zeitschriften damals waren, dann kann man sich vorstellen, das ging hier also noch weiter. Der Saal war längst nicht zu Ende, nur das Foto zeigt nur zwei Maschinen. Das muss deutlich mehr gewesen sein. Hier nochmal ein anderes Bild aus der Druckerei, wo man die FOMAC schön von der Seite sieht. Und dann sind immer auch Damen mit weißen Blusen da zu sehen, die also Einzelteile von Zeitungen zusammengefügt oder geknifft und gefaltet haben. Da war also trotz der Maschinen immer noch eine ganze Menge händische Arbeit auch dabei. Und das waren wirklich zum großen Teil Frauen, die da beschäftigt waren. Man muss sich, glaube ich, die Berliner Zeitungslandschaft, man kann sich die gar nicht lebhaft genug vorstellen. Sie müssen sich mal vorstellen, 1927, 28 gab es in Berlin 147 verschiedene Tages- und Wochenzeitungen. Und das Mosserhaus, das war an der Schützenstraße, Ecke Jerusalemer Straße. Eigentlich ein Gründerzeitengebäude, was dann in den 1920er Jahren von Erich Mendelssohn ganz schick modernisiert worden ist. Das ist das letzte Gebäude, was vom alten Zeitungsviertel wirklich noch erhalten geblieben ist. Nach diesem großen Bombardement am 3. Februar 1945, wo also 1500 britische Bomber hier das Zeitungsviertel platt gemacht haben. Wobei man sagen muss, das, was da zerstört worden ist, das war die Hülle. Denn der Geist, der diskursive Geist, dieses Liberale dieser Zeitungen, die ja existierten, das war bereits mit dem Jahr 33 kaputt gegangen durch die Nazis, durch die Gleichschaltung. Die Ulsteins zum Beispiel, die waren schon längst außer Landes gedrängt worden. Von den fünf Brüdern hatten zwei, Hans und Louis Ulstein, noch 1933 einen Herzinfarkt gekriegt und waren gestorben, weil die Bedrängung so schlimm war, dass sie das nicht verkraften konnten. Und die drei anderen Brüder, Franz, Hermann und Rudolf, also die konnten ins Exil gehen, das war gewährleistet. Aber Rudolf Ulstein zum Beispiel kam dort in London an, je nachdem welcher Quelle man glaubt, mit 9 oder mit 12 Reichsmark in der Tasche. Das war übrig geblieben vom größten Zeitungsverlag Europas. Der Spartakusaufstand war eine Sache, die losgetreten worden ist dadurch, dass der USPD-Polizeipräsident Berlins, Emil Eichhorn, entlassen worden ist. Diese Entlassung von Eichhorn führte zu Aufständen, zu Ärger, zu Demonstrationen und dann tatsächlich irgendwann zu ganz handfesten Kämpfen mit dem Gewehr im Anschlag. Und das Zeitungsviertel hier spielte deswegen eine Rolle, weil hier damals an der Ecke Koch-Lindenstraße neben der Jerusalemskirche, der Vorwärts saß. Und der Vorwärts war das SPD-Blatt. Und nach dem Motto, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, sind die also von der USPD dahin und haben die Zeitung besetzen wollen. Haben sie ja auch getan. Und das ging ganz schnell weiter. Die anderen großen Verlage, Scherl, Mosse, Ulstein, sind auch besetzt worden. Ja, das waren herrliche Barrikaden. Also ich sag mal, diese Zeitungsrollen, diese Zeitungspapierrollen, da ging kein Gewehrschuss durch.